Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Airborne Kingdom. Wir sind im Gebiet der Untiefen, haben ein paar, also zwei neue Leute dazu bekommen. Ja, da ist Dickicht. Also, ja, man sollte vielleicht die Pause rausnehmen. Das ist. Moment mal, oh Moment, verkehrte Richtung. Wir sind von hier gekommen, dann muss ich so rum weiter. Karte. Ich muss mich kurz mal orientieren. Hä? War nicht wahr? Ups. Jetzt so vertan? Anscheinend. So, alter Turm, wir müssen dann doch in diese Richtung. Okay, da hätten wir eine Reliktruine. Die nehmen wir doch dann direkt schon mal wahr. Und wir haben zwar einiges an Relikten, aber sicher ist sicher. Weil ich da wieder irgendwelche Sachen nachher nicht bauen kann. Oder zumindest, was heißt bauen kann, erstmal erwerben kann, die entsprechenden Baupläne. Und wir dann ein bisschen dumm in der Gegend rumstehen. Dann greife ich jetzt lieber zu. Was ist da hinten? Baumwollfelder. Oh. 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 Okay. Aha. Nehme ich mit. Auch wenn ich da erstmal Dinge für tun muss. Aber wir haben ja noch Möglichkeiten. Wir haben ja noch Möglichkeiten. Wir haben jetzt 57 Lehmziegel, immerhin, und 52 Einheiten Glas. Ist schon mal nicht verkehrt. So, wie sieht das hier aus? Achso, gefunden. Wie viel? So, also, mir noch nicht angezeigt. Drei. Oh. Acht Stück. Wow. Okay. Das waren die Baumwollfelder. Dann düsen wir mal schnell hin. So, wir haben. Das sind ganz normale. Hallo? Lagerhäuser. Benötigen drei. Das geht aber noch. Das geht aber noch. Achso, wie sieht es überhaupt jetzt hier aus? Ja, da geht das nämlich schon los hier, ne? Die sind. Wir haben immerhin noch 57 zufriedene, aber, ne, hier mit der Gesundheit und so, bla bla bla. Hätte ich das Problem. So, Lagerhaus. Moment, Augenblick. Erstmal jetzt hier Lagerung. Wir brauchen Lagerhäuser. Zack. Ja, nee, hilft nichts. Ich muss erstmal das eine zumindest bauen. Damit ich die entsprechenden Kapazitäten bekomme. Nee, das lohnt sich nicht. Das haben die mit dem Holz ganz schnell und dem Eisen ganz schnell wieder aufgestockt, bis die Flieger da unten sind. Das kann man vergessen. So, das ist was anderes. Das funktioniert. Wir machen hier mal den dreifachen Hulup wieder. Und dann sollen die Leutchen da mal so ein bisschen Baumwolle pflücken gehen. Auch erstmal nur dieses eine Lagerhaus, auch auf die Gefahr hin, dass wir hier. Oh ne, wir haben keine Schieferlage. Ich weiß, das ist im Augenblick nicht symmetrisch. Aber. Muss so. Geht nie anders. So. Okay, 11,5. Feld ist leer. Was ist das da hinten? Die Kicht brauchen wir nicht. Hier haben wir Wald, brauchen wir auch nicht, um Gottes Willen. So, ich mache mal kurz hier wieder Pause, weil ich muss mich orientieren. Hier in diesem, das ist ein einziges Dunstfeld. Eine unbekannte Ruine. Die gucken wir uns sofort an. So, Moment, naja, ich will es jetzt aber nicht hier mit der Geschwindigkeit übertreiben. Ganz gerne so ein bisschen so die Kontrolle über das Ganze, was hier so passiert.
so halbwegs Kontrolle zu haben, ist ganz super, finde ich. Da ist Wasser, glaube ich. Das ist, noch eine Ruine. Wow. Also Ruinen gibt es hier jede Menge. Meint auch irgendwas in dieser Richtung gehört zu haben. Herr Koll, wir sind hier schon 512. Können wir, und wir sind schon auf 510 hier alleine schon, was wir hier an Gedingse haben. Leinwand 28. Okay. Ach, ich kann doch gar keine Leinwand bauen, ne? Ja, also bauen. Vor allen Dingen herstellen. Ja, sehr gut. Stimmt ja, das habe ich ja noch gar nicht gemacht. So. Ewige Schmiede. Das gehört doch irgendwo her. Eine große Schmiede glüht heiß mit bunten Funken, obwohl die nahe Siedlung längst verlassen ist. Die Metallarbeiter sind ebenso farben. Die Metallarbeiter. Achso, das ist dieses Ding. Ja, ist ein Mysterium. Genau, ja, nee, das ist ja gar nichts. Das ist ja, das, da kann man ja nur so, ne, hier. Wir nehmen die Legierung mit, um das Gebäude anzupassen. Ja, gut. Geschenkt. Toll. Dann mal hier schnell hin. Ruine. Da schicken wir mal jemanden hin, der da so ein bisschen noch Klamotten einsammeln kann. Was ist das? Noch eine unbekannte Ruine. Wahrscheinlich kann man dann da irgendwelche Farben dann erwerben. Oder das ist auch so eine mehr oder weniger unwichtige Geschichte. Das könnte eine Siedlung sein. So, Relikte gefunden. 53 sind es aktuell noch. Da kommt der Flieger gerade an. Was schenkt er uns? Was gibt er uns? Zwei Stück. Ja gut, es könnte ich immer, weiß ich nicht, 5, 8 oder weiß ich wie viel auch immer sein. Da ist noch eine. Moment mal, war eigentlich noch irgendwo eine Ruine? Moment mal, Augenblick. Dann los, du bist ja zu schnell. Das Ding haben wir gerade untersucht. Das war die Sache mit den Relikten. Da doch irgendwo so aus dem Augenwinkel noch eine Ruine entdeckt, wo ich es noch gesagt habe. Irgendwie, das ist wahrscheinlich auch so ein Teil. Wie das letzte. Da ist glaube ich wieder so ein Leuchtturm, wenn ich das richtig sehe. Königreich haben wir noch gar nicht entdeckt. Ne? Also hier irgendwie Königreiche sind hier gut versteckt. Ich bin noch nicht geträumt. Na egal. Ich hoffe, wir werden sie nochmal entdecken. Irgendwo wird sie ja sein, in diesem Dunst. Jetzt nehmen wir uns mal noch so ein paar Leutchen mit. Ach hier, da ist nochmal so ein Teil. Aber das war was anderes. Bin ich auch immer noch auf der Suche hier nach den Aufgaben, die wir da, ne, zu erledigen haben. Unter Umständen müssen wir nochmal die ganze Karte abfliegen. Moment mal. Bist du dir richtig? Ja doch, hier, wir sind in der richtigen. Wir fliegen in der richtigen Richtung. Ich habe schon gedacht, weil ich hier diesen Leuchtturm sehe und hier das Wasser sehe, den fliege ich schon wieder zurück. Kommt mir so bekannt vor. Kleine Siedlung. Zwischen Mooren und Schilf erblicken wir eine kleine Gruppe Arbeiter mit den zugehörigen Behausungen. Vielleicht möchten einige Teil unseres großen Rats werden. Außerhalb der trockenen Mauern eines Königreichs waren. Das ist der gleiche Text normal. Wir schauen mal, ob wir da so jemanden rekrutieren können. Auch hier ist jetzt nicht so wirklich viel Änderung. Die haben auch Liebe zu ihrer Natur. Wir haben wieder zwei, die unbedingt mitkommen möchten. Wieder so eine abenteuerliche Seele. Dogus Gasseris wird rekrutiert und Uno. Das sind irgendwie ist eine Familie. Die nehmen wir natürlich mit. Alles hier mit ihm. Lass mich stehen bleiben. So, damit haben wir vier. Wir brauchen fünf für einen Heiler. Ja, ich erwähne es nur nochmal, um es nochmal erwähnt zu haben. So, wir schicken mal einen Arbeiter hin, der sich da mal so ein bisschen um Relikte kümmern soll. Die eine Ausbeute war jetzt nicht so immens. Das Ding haben wir aber doch. Was? Okay. Ich sehe da vorne, das könnte sowas wie ein Königreich sein.
Das ist nur diese ewige Schmiede, die kennen wir ja schon. Ja, komm, nehmen wir mit, sonst komme ich da nicht raus. So, wie sieht's hier aus? Gefunden? 55? Ich sehe noch nichts. Oder war das eine, die wir jetzt schon... Nee. Doch, oh, jetzt 4 Stück. Aber hallo. Ja. Ich steuere hier gerade auf eine andere Ruine zu. Auch da gibt es noch was zu holen. Ich muss die Kohle im Auge behalten. Wenn wir die hier schon angedroht haben, Kohle ist hier nicht so reichlich vorhanden. Und ich sollte mich jetzt nicht zu sehr auf die Reliktejagd begeben unter Umständen. Auch wenn das noch so juckt. Wasser. Ja, geht noch. Ich meine, Kohle geht auch noch, aber die ist auch relativ schnell aufgebraucht. Ne? Also, und der Weg zurück ist weit. Hier ist irgendwie nichts. Wir haben noch nicht ein Fitzelchen Kohle entdeckt hier. Das könnte nochmal eine Siedlung sein. So, immerhin haben wir jetzt 99. So, Relikt gefunden. 7, wow. Und eine kleine Siedlung. Blablabla. Womit? Über den Gewässern erblicken wir eine kleine Ansammlung von Häusern. Vielleicht möchten sich uns einige der Siedler anschließen und ihren Sumpf zurücklassen. Obwohl die hiesigen Gewässer größtenteils untrinkbar waren, fanden die Siedler gerade genug Trinkwasser, um zu überleben. Aus Geschichten der alten Siedler von Mulab, den zweiten Chronisten. So, blablabla. Ups, oh, Moment. Die Moore hatten eine einzigartige Lebensweise hervorgebracht, dicht an den Kräften, die uns alle beherrschen. Aus Geschichten der alten Siedler von Mulab, den zweiten Chronisten. So, wir haben ja zwei Leute, die unbedingt mitwollen. Begeistert, ist dabei. Auch er oder sie darf mitmachen. Uninteressant. Wir kehren nach Hause zurück. So, wir haben jetzt. Sind wir schon hier auf neutral? Was von? Wir hatten hier irgendwie über 50, also 49. Moment. Augenblick. Der Ärger schon los. So, es ist gut überlegt. Wie mache ich das? Wir brauchen natürlich jetzt hier unbedingt zumindest einen Heiler. Zwei wären natürlich besser, aber das kriegen wir nicht hin. Ja, Moment. Also der deckt diese 4 Gebäude ab. Das gleiche macht dieser. Das heißt, die hier sind schon mal außen vor. Und die auch. Naja, also dieser Aktionsradius ist nicht besonders groß. Wenn ich jetzt hier einen Heiler hinsetzen würde. Mehr als einen kriege ich ja sowieso nicht jetzt bestückt, so von den Kräften her. Dann könnte mit viel Glück vielleicht die 4 hier drin sein oder vielleicht sogar nur 2 von den 4.
Die Reichweite ist nicht sehr groß. Auf der anderen Seite, ich meine gut, ne, er hat ja auch hier die ganzen vier, obwohl er ja da ist, ne, und hier die nur noch so im Rande mitbekommt. Aber da hat alle, was ich das falsch? Nee, Entschuldigung, drei sogar nur. Ach, du ahnst es nicht. Also hier jeweils drei, insgesamt sechs. Oh. Das heißt, hier ist schon tote Hose. Hier sowieso. Ach, du ahnst es nicht. Wie mache ich denn das? Das heißt, ich müsste eigentlich dann hier so einen hinsetzen. Und das irgendwie. Da werde ich wohl doch noch mal so ein bisschen umbauen müssen. Ich habe gedacht, ja, kriege ich die hier auch noch mit. Das ist aber gar nicht der Fall. Es ist hier. Ja, geht nicht anders. Dann. Das ist blöd. Wir machen mal Folgendes, in der Hoffnung, dass das funktioniert. Dann habt ihr das auch mal mitbekommen. Dann seht ihr mal, wie ich das hier immer so handhabe. So, wir basteln die Kollegen mal hier so hin. So, dann kommen die Wege da weg. So. Okay. Ja, ist eigentlich egal. Ruhig so rum angeordnet werden. Oder ausgerichtet werden, vielmehr. Das gleiche hier. Na. Hallo? So, dann haben wir die ein bisschen näher ran. Der braucht 1, 2, 3. Brauche ich einmal einen Weg und die sollen weg. So. Okay. Dann soll ich erstmal den Weg fertig machen. In der Zwischenzeit schaue ich mal nach so einem Geistheiler. Und den setzen wir dann hier hin. Und die gleiche Chose müssen wir dann hier machen. Das kann ich schon mal einreißen. So, ja, ich dumm. Jetzt gar nicht dran gedacht, ich hätte das ja von vornherein dann hier so setzen können. Naja. Ja, geht's mir nach. Bin manchmal ein bisschen neben der Spur. So, okay. Letztens schon nicht mitgekriegt. Ach, ja. Es ist, wie es ist. Moment. Ist ja schnell gemacht. So, fertig. Weg. Moment, muss ich dann hier bauen? Da Weg. Und hier Weg weg.
Das ist allerdings auch Zukunftsmusik, ne, weil ich dafür nicht die Leute habe, um das entsprechend hinzubekommen. Immerhin, jetzt sind sie zufrieden. Wir ja, okay. Einer ist stürzt? Warum? Ist mit vier erfüllten Sehnsüchten überglücklich? Das hatten wir erst nicht. Aus von. Wo ist der? Aus von. Ach, da. Weil das wahrscheinlich so gar nichts abkriegt, ne? Ach, herrje. Moment mal, Augenblick. Oh. Ja, gut, dass ich das sehe. Da muss ich ran. Das ist einmal wieder so eine Sache, die werde ich dann offscreen machen. Gut, jetzt habt ihr das mal mitbekommen, wie ich hier so vorgehe. Wenn ich, hier Dinge umbaue. Und ja, gut, dass ich das jetzt gerade hier gesehen habe. Was ist los? Ich habe hier irgendwas. Immer noch. Nee, alles klar. Ja, und da muss ich jetzt noch intervenieren. Die Leute, die da bestürzt sind, da muss ich ran. Das geht so nicht. Das ist nicht gut. Da habe ich was übersehen. Gut, das mache ich aber aufs Dreh, dass ich da noch ein bisschen umbaue. Und dann schauen wir mal, wie es dann hier weitergehen wird mit dieser Gegend. Wir brauchen so langsam Kohle. Also zumindest so ein bisschen, damit er das wieder auffüllen kann. Das drückt mir so ein bisschen auf meine Seele, dass das da momentan nicht gegeben ist. Nun gut. Es ist, wie es ist. Ich danke für euer Dabeisein, für euer Interesse. Wir haben hier noch einiges zu tun, wie ihr gesehen habt. Und ich denke, die Untiefen werden uns da noch die ein oder andere Aufgabe stellen. Wir sind einigermaßen gut mit Relikten ausgestattet und haben immerhin Baumwolle, nur noch keinen Betrieb, womit wir die Baumwolle in Stoff umwandeln können. Können wir das eigentlich überhaupt schon machen? Haben wir da eine entsprechende Werkstatt? Muss ich mal gucken. Wir müssen ja so eine Weberei oder irgendwas in der Richtung haben. Meine ich noch nicht gesehen zu haben. Möglicherweise ist das etwas, was wir hier in dieser Gegend dann erst lernen werden. Ich denke ja. Das wird zwar wahrscheinlich sein. Gut. Ist aber endgültig raus. Für mich. Also ich bin endgültig raus. Für heute. Für diese Folge. Vielen Dank, vielen lieben Dank für euer Dabeisein, für eure Unterstützung, für dein Dabeisein, für deine Unterstützung. Freut mich sehr. Und genießt und nutzt die Zeit.